Spotfight. Wir leben Wrestling. Schwache Vorverkaufszahlen für Elimination Chamber Pay-Per-View. Das ist wohl auch der Hauptgrund, weshalb man Ronda Rouseys Vertragsunterschrift für den Pay-Per-View bewirbt. Durch Rouseys Star Power erhofft man sich einen rapiden Anstieg in den Verkaufszahlen. Man plant weiterhin ein Mixed Tag Match für das ehemalige UFC-Aushängeschild Rousey als Debüt. Dieses soll bei WrestleMania stattfinden. Ihre Gegner sollen Triple H und Stephanie McMahon sein. Gehandelte Namen als Rouseys Tag-Team-Partner sind The Rock, Kurt Angle, Seth Rollins und Shane McMahon. Besagte Ronda Rousey könnte auch beim SummerSlam eine zentrale Rolle einnehmen. Das lässt zumindest ein Tweet des ESPN-Reporters Arish McCarthy vermuten, der ein Special Collector's Edition-Ticket für den Pay-Per-View erwarb, auf dem auch Rousey zu sehen ist. Sports Illustrated berichtet, dass Dolph Ziggler kürzlich einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben hätte und ein jährliches Gehalt von 1,5 Millionen Dollar beziehen soll. Es gibt ein Update zum Status von Big Cass. Der WWE-Superstar, der sich im Sommer einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, wurde letztens im WWE Performance Center gesichtet, wo er sich intensiv auf sein Comeback vorbereiten soll. Dabei soll er sich bereits in sehr guter körperlicher Form befinden und ohne Hilfe gehen können. Zwar soll er noch keine Bumps im Ring genommen haben, eine Freigabe der Ärzte dürfte aber unmittelbar bevorstehen. We'll be right back.